Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem aber auch liebe Freundinnen und Freunde von ELNET, dem European Leadership Network, ein ganz herzliches Willkommen hier in dem traditionsreichen Klärchens Ballhaus. ELNET has done within Europe, and the Erwin Rautenberg Foundation will continue to support the fine efforts of all of ELNET, including the Berlin office. So I'm very proud of what you have accomplished. Die ELNET Awards würdigen die Vielfalt jüdischen Lebens in Kultur, in Politik, in Medien und Gesellschaft in Deutschland. Und gerade auch Menschen und Projekte, die vielleicht nicht ganz so im Rampenlicht stehen, dies aber gerade deshalb vielleicht besonders verdient haben, um andere zu inspirieren. Und deshalb war es für mich eine große Ehre, und man musste mich nicht lange überzeugen, die Schirmherrschaft für die diesjährigen Awards zu übernehmen. Es ist mir eine Ehre, nun zur Preisverleihung überzugehen. Der ELNET-Preis in der Kategorie Kultur geht an den Förderverein für jüdisch-israelische Kultur in Thüringen. Und der Gewinner der Kategorie Politik, das Institut für Neue Soziale Plastik. Herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch an das Projekt Zusammen Eins für das, was uns verbindet. Ich bin froh, dem Projektteam mehr als zwei Seiten, dem Campus Bildung, Watt im Quadrat GmbH heute den Preis für die Medien des European Leadership Networks überreichen zu dürfen und gratuliere Ihnen von Herzen.